Wie schnell ist eigentlich Zeit? Nein, es geht nicht um unser persönliches Empfinden von Zeit, welches bekanntlich enorm variieren kann. Ein 10-minütiger Aufenthalt beim Zahnarzt scheint oft eine Stunde zu dauern, während ein 10-minütiges Raumzeitvideo gefühlt nach 2 Minuten vorbei ist. Unsere subjektive Wahrnehmung von Zeit ist ein physiologisches und psychologisches Phänomen. Nein, in diesem Video heute geht es um die physikalische Geschwindigkeit von Zeit. Moment, ihr findet die Frage absurd? Das ist sie eigentlich gar nicht, aber wir schauen doch mal, ob wir eine Erklärung finden können. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Wenn wir die Geschwindigkeit, sagen wir, eines Autos bestimmen wollen, dann ist das ein einfacher Prozess. Ich messe die Zeit, in der das Fahrzeug eine bestimmte Distanz zurücklegt. Benötigt das Auto eine Stunde für exakt 100 Kilometer, dann ist seine Geschwindigkeit 100 Kilometer pro Stunde. Wir teilen also lediglich Distanz durch Zeit. Die Geschwindigkeit v ist gleich Strecke s durch Zeit t. Wollten wir das mit der Zeit machen, so stoßen wir auf zwei Probleme. Erstens legen wir ja in der Zeit keine räumliche Distanz zurück. Zeit vergeht unabhängig davon, ob wir verharren oder uns bewegen. Zweitens ist die Zeit selbst ja Teil der Geschwindigkeitsformel. Intuitiv würde unsere Formel also lauten, die Geschwindigkeit der Zeit, vt, ist gleich 0 durch t. Und das wäre immer 0. Hat die Zeit also keine Geschwindigkeit? So einfach können wir es uns nicht machen. Schließlich wissen wir intuitiv, dass Zeit vergeht, fließt, dass wir uns von einer Vergangenheit in eine Zukunft bewegen und sich der Moment der Gegenwart ständig verschiebt. Mehr noch, wir können zeitliche Dimensionen messen und benennen. 7 Tage sind seit unserem letzten Video vergangen. Aber auch die Antwort in 7 Tagen vergingen 7 Tage ist unbefriedigend. Dann hätten wir nämlich als Geschwindigkeit immer 1. Zeit wäre universal gleich schnell. Und das ist sie nicht. Vor allem aber, was sollen wir bitte mit einer schlichten 1 anfangen? Wir müssen also eine Methode finden, diese zeitliche Dimension in Bezug zu den räumlichen zu setzen. Und die gibt es. Sogar in unserem Alltag benutzen wir Zeitangaben für Distanzen. Wir alle kennen Sätze wie, die Bushaltestelle, die ist nur 2 Minuten weit weg. Was wir natürlich sagen ist, dass wir zu Fuß etwa 2 Minuten benötigen, bis wir da sind. Werte wie unser Gang zur Bushaltestelle, die sind nur bedingt aussagekräftig. Einstein machte einen ganz ähnlichen Vergleich, bediente sich aber statt der Schrittgeschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit c, jener Konstante, die, wie wir noch zeigen werden, ganz eng mit der Zeit zusammenhängt und die bereits aus den Gleichungen von Maxwell abzuleiten war. Albert Einstein beschrieb in seiner speziellen Relativitätstheorie die Zeit als eine Dimension, die untrennbar mit dem Raum verknüpft ist. Statt Zeit und Raum betrachtete er eine Raumzeit. Einsteins Ansatz ist der, der von keinem ernsthaften Physiker angezweifelt wird. Er wurde in unzähligen Beobachtungen und direkten sowie indirekten Experimenten bestätigt. Bleiben wir also bei seiner Theorie. Ein Objekt, egal welches, bewegt sich Einstein zufolge immer durch die Raumzeit. Es kann sich auf der Zeitachse bewegen und auf der Raumachse und natürlich auf beiden gleichzeitig. Es kann aber niemals stillstehen. Schauen wir uns mal das Diagramm mit einer Katze an. Wenn die Katze im Raum verharrt, und das können Katzen sehr gut, dann bewegt sie sich dennoch weiter durch die Zeit. Beginnt die Katze sich zu bewegen, dann bewegt sie sich sowohl durch den Raum als auch durch die Zeit. Wir sehen eine schräge Linie. Da in der Relativitätstheorie Raum und Zeit untrennbar zusammenhängen, muss es auch einen Weg geben, diese Distanzen zu berechnen. Zeit hängt eng mit Kausalität zusammen. Wenn Dinge einander bedingen, dann muss Zeit vergehen. Wenn wir ein Glas fallen lassen, dann schlägt dieses auf dem Boden auf und dann breitet sich eine Pfütze auf und dann passieren diese Dinge nacheinander. Damit aber Dinge einander bedingen können, damit es überhaupt eine zeitliche Abfolge geben kann, müssen sie miteinander kommunizieren. Die schnellste Möglichkeit der Übertragung von Informationen ist, richtig, die Lichtgeschwindigkeit. Diese ist die eine Konstante, mit der wir arbeiten können. Sie spielt daher eine große Rolle bei der Bestimmung der Geschwindigkeit von Zeit. Etwas, was wir auch im täglichen Leben vorfinden. Der uns allen bekannte Meter nämlich wird ebenfalls über die Lichtgeschwindigkeit definiert. Ein Meter ist exakt die Distanz, die Licht in einer bestimmten Zeit zurücklegt. Wir müssen also einen mathematischen Weg finden, Zeit so umzurechnen, dass sie sich direkt mit Strecken vergleichen lässt. Diesen gibt es und wir finden ihn im sogenannten Raumzeitintervall, der auf dem Satz des Pythagoras basiert. Delta S steht hier für den Raumzeitintervall, C für die Lichtgeschwindigkeit, Delta T für die verstrichene Zeit, X, Y und Z für die Raumdimensionen. Auf den ersten Blick wird hier räumliche Distanz von der Zeit subtrahiert. Das geht aber nicht, denn ich kann schlecht einen Meter von einer Sekunde abziehen.
Auf den zweiten Blick sehen wir aber, dass die Zeit zunächst mit der Konstante c multipliziert wird. Und damit wird die zeitliche Ausdehnung zu einer Strecke. Denn wenn ich eine Sekunde mit 300 Millionen Metern pro Sekunde multipliziere, dann erhalte ich 300 Millionen Meter. Wenn wir in dieser Gleichung die Raumdimensionen auf 0 setzen, und das entspricht einem unbewegten Objekt, dann erhalten wir einen Raumzeitintervall von s zum Quadrat gleich c mal t zum Quadrat. Zeit legt damit pro Sekunde 300 Millionen Meter durch die Zeit zurück und bewegt sich somit mit Lichtgeschwindigkeit. Um das noch einfacher darzustellen, können wir uns ein simples Minkowski-Diagramm anschauen. Es war Einsteins Lehrer Hermann Minkowski, der diese bekannten Diagramme entwickelte, zu denen wir bereits ein kurzes Video machten. Sie erlauben eine schlichte und eingängige Darstellung von Einsteins spezieller Relativitätstheorie, ohne komplexe Formeln bemühen zu müssen. Im Minkowski-Diagramm entspricht die Senkrechte der Zeit und die Horizontale der räumlichen Dimension. Wenn wir jetzt genau hinschauen, dann sehen wir, dass auf der Senkrechten der Ordinatenachse nicht t für die Zeit steht, sondern c mal t. Wir bewegen uns in Minkowskis Diagramm mit 300.000 Kilometern pro Sekunde durch die Zeit. Bewegt sich hingegen ein Objekt relativ zu uns durch den Raum, so nimmt dessen Geschwindigkeit in der Zeit ab, ein Effekt, den wir als Zeitdilatation kennen. Könnten wir etwa eine Uhr an Bord eines Raumschiffs betrachten, welches mit 60% der Lichtgeschwindigkeit fliegt, so würden wir beobachten, dass diese Uhr langsamer geht als unsere, nämlich nur mit 80% der Geschwindigkeit unserer Uhr. Und an dieser Stelle lösen wir mal einen Mathealarm aus. Das folgende Beispiel kann wirklich leichte Verknotungen im Hirn auslösen. Lassen wir das Raumschiff starten und warten 5 Jahre, bis wir einen roten Knopf drücken. Dann sind für uns, klar, 5 Jahre vergangen. An Bord des Raumschiffs aber, aus unserer Perspektive, lediglich 4. Aber Gleichzeitigkeit ist relativ, ebenso wie Zeit und Distanzen. Die Besatzung des Raumschiffs, die unsere Zeit als verlangsamt wahrnimmt, ist sich daher sicher, dass wir 6,25 Jahre gewartet haben. Gleichzeitig aber hat sich das Raumschiff 3 Lichtjahre von uns entfernt. Die Besatzung des Raumschiffs aber gibt an, 3,75 Lichtjahre zurückgelegt zu haben, da es sich ja 6,25 Jahre lang mit 60% der Lichtgeschwindigkeit bewegte. Jetzt aber kommt die Magie des Raumzeitintervalls zum Tragen. Setzen wir die Werte ein, dann berechnen wir einen Raumzeitintervall von 5 für uns. Denn Wurzel aus 5 zum Quadrat, die Zeit, minus 0 zum Quadrat, den Raum, wir haben uns ja nicht bewegt, ist gleich 5. Für die Besatzung aber wird die Rechnung komplizierter, nämlich Wurzel aus 6,25 zum Quadrat minus 3,75 zum Quadrat. Also Wurzel aus 39,0625 minus 14,0625. Und das ist die Wurzel aus 25, also wieder 5. Obwohl also Distanzen und Zeitpunkte je nach Perspektive völlig anders sind, zeigt uns der Raumzeitintervall in beiden Perspektiven die richtige Zeit an. Auch wenn dieses Beispiel zunächst Kopfzerbrechen bereitet, so zeigt es doch eindrucksvoll die notwendige Verknüpfung von Raum und Zeit. Ebenso verdeutlicht es den Zusammenhang zwischen Zeit und Lichtgeschwindigkeit. Sobald wir uns nämlich im Raum bewegen, bewegen wir uns nicht mehr mit Lichtgeschwindigkeit durch die Zeit. Unsere Geschwindigkeit durch die Raumzeit allerdings bleibt konstant. Ausrechnen können wir das Ganze mit einer Lorentz-Transformation. Nochmal Mathealarm. Relativ zur kosmischen Hintergrundstrahlung, und das ist der sinnvollste Bezug, den wir haben, bewegen wir uns mit etwa 370 km pro Sekunde. Das entspricht etwa 0,00123c. Wenn wir diesen Wert in den Lorentz-Term einsetzen, dann erhalten wir einen Gamma-Faktor von 0,99999924. Für uns vergeht Zeit also fast mit Lichtgeschwindigkeit, aber eben nur fast. Dieser Wert muss in einem weiteren Schritt noch mit Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie korrigiert werden, denn auch das Gravitationsfeld der Erde verlangsamt den Verlauf der Zeit. Und genau wie unsere Geschwindigkeit gegenüber dem kosmischen Mikrowellenhintergrund, tut er das minimal. Am Ende aber bleibt die schöne, einfache Aussage, Zeit hat eine Geschwindigkeit und für uns Erdenbewohner entspricht sie annähernd der Lichtgeschwindigkeit. Das ist sicher erhellend, aber vielleicht auch etwas deprimierend. Wir altern nämlich mit Lichtgeschwindigkeit. Es sei noch erwähnt, dass nicht alle Physiker das ähnlich sehen. Es gibt durchaus einige, die schlicht sagen, Zeit hat keine Geschwindigkeit. Kommentiert euch also bitte die Finger wund. Wir werden die interessantesten Fragen im Comcheck zu dieser Episode beantworten. Für heute sagen wir danke fürs Zuschauen, ganz besonders wie immer unseren Unterstützern auf Patreon, die diesmal aktiv beim Skript für diese Episode geholfen haben. Danke an euch. Angeführt wurden sie von unseren galaktischen Overlords Markus Tröster und Alvarez Sebastian Marx. Bleibt neugierig und in diesem Sinne 42.
stars collide.